Am 7. Oktober fand im Schlachthof Wiesbaden die Erstsemesterbegrüßung der Hochschule Rhein-Main statt. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Präsidenten der Hochschule, Professor Dr. Detlef Reimann. Dieser freute sich besonders über die hohe Anzahl der Erstsemester und lieferte gleich eine Erklärung für diesen Andrang. Ein Wachstum, aber es ist aus meiner Sicht vor allem die Tatsache, dass die Studierenden wissen, bei uns gibt es eine Ausbildung, die berufsbefähigend ist. Das ist das, was wir uns auch als Leitmotto genommen haben, zu sagen, wir wollen den Leuten eine Ausbildung geben, mit der sie hinterher eine faire Chance kriegen, einen guten Arbeitsplatz zu kriegen. Ich glaube, das gehört zum Image unserer Hochschule dazu und das ist wahrscheinlich einer der Gründe auch für diese Nachfrage. Und auch der Oberbürgermeister von Wiesbaden freute sich über die Neuankömmlinge in der Stadt. Es gab hier gerade eine Abfrage, wer denn neu nach Wiesbaden gekommen ist. Das war sicherlich mehr als die Hälfte aller der, die hier anwesend sind. Das freut uns sehr. Wir freuen uns auf die neuen Einwohner unserer Stadt und haben, denke ich, eine breite Palette für studentisches Leben in der Stadt zu bieten. Nachfolgend die Ausgehtipps des Oberbürgermeisters. Also wir haben im kulturellen Bereich alles vom Schlachthof bis zum Staatstheater. Wir haben im Sportbereich über 200 potenzielle Sportvereine, die zu Sport aller Art einladen. Wir haben einen hohen Grünanteil in der Stadt, viele schöne Grünanlagen, in denen man einfach, wenn der Winter dann mal rum ist, sich einfach ausruhen kann, aber sicherlich das auch mit einem Buch in der Hand tun kann. Also ich glaube, Wiesbaden ist für Studenten eine schöne Stadt. Schön, aber vor allem auch eng. Einziger Wermutstropfen bei diesen tollen Zahlen ist der Wohnungsmarkt. Wir haben alleine hier in Wiesbaden über 1.100 mehr Erstsemester als im letzten Jahr. Und wir wissen aus dem letzten Jahr, dass es immer mal wieder Probleme gab für Leute, hier preisgünstigen Wohnraum zu finden. Deswegen habe ich es vorhin mal in die Runde gefragt. Das war jetzt nicht so eine Riesenmeldung, die da kam, aber ich rechne schon damit, dass das ein Problem gibt, weil nach unserer Erfahrung viele das am Anfang dadurch lösen, dass sie pendeln. Aber es ist auf Dauer keine Lösung und wir wissen, dass wir da in Wiesbaden noch ein großes Defizit haben. Ein breites kulturelles Angebot, ein enger Wohnungsmarkt, das sind interessante Themen. Aber was erwarten die Studierenden von ihrem neuen Lebensabschnitt? Ja, dass wir viele neue Bekanntschaften machen, dass alles gut läuft und wir alles reibungslos bestehen und wir irgendwann unseren Bachelor haben und eventuell auch den Master. Dass ich hier neue Erfahrungen sammeln werde und alles gut wird. Und dass wir so schnell wieder weg sind wie möglich aus Wiesbaden, damit wir schnell ins Berufsleben einsteigen können. Dabei wünschen wir viel Erfolg.